So, gut. Dann gehe ich wieder in die Lobby. Und mache eine Coupé auf. Ich bin auch im Überlegen, soll ich auch die Waffe wechseln? Na, ja, eine Runde lasse ich mal, dann gucke ich nochmal. Was sagst du denn? Hast du den Trailer jetzt gesehen zu dem DLC von Splatoon? Nee, dazu gegeben kam ich jetzt gar nicht. Ja, man sah da jetzt auch nichts so Besonderes. Halt nur in Kopolis sah man, dass man da rumlaufen kann. Ich habe auch vorhin geguckt, das ist wohl ab Juni kann man das wohl. Und das ist halt einfach nur ein Skin. Es ist einfach nur, wie als würdest du hier rumlaufen. Da ist wohl auch jetzt die Bär GmbH geöffnet. Ja, was Schönes ist halt, wenn Splatfest ist, sind halt dort Aioli und Limone, die da ihre Lieder singen, so wie damals. Nur halt jetzt schöner aufgelöst und neue Animationen und so. Sieht halt echt schön aus. Ja, und in den Geschäften arbeiten halt andere Leute, weil die sind ja teils, sind die ja jetzt woanders hingezogen, in die anderen Städte und sowas. Also sind okay. Da jetzt neue. Und einer davon ist einfach ein panierter Fisch. So ein überbackener Fisch. So ein Schollenfilet in der Art. Und der sieht einfach so krank aus. Ja, ja, und das Story-DLC, das spielt wohl auf der Oberwelt von Teil 2 und scheint wohl die Hintergrundgeschichte von Perla Marina zu sein, geht man von aus. Ja. Und das heißt doch irgendwie sowas wie Ruf nach Ordnung oder so. Also so nach dem, ich denke mal, das hat mit dem letzten Splatfest zu tun, also mit dem finalen Splatfest aus Splatoon 2. So wie ja auch die Story von Splatoon 2 ja auch, also, da war ja das, Aioli ist ja dort übergelaufen oder manipuliert worden. Und das soll ja auch irgendwas zu tun haben, dadurch, dass sie ja verloren hat beim letzten Splatfest von Splatoon 1. Irgendwie sowas. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Was hast du jetzt eigentlich für eine Waffe? Hast du den Kleckser oder? Den Breitroll. Den Brei, den habe ich mir gestern gekauft. Weil der soll ja an sich von der Stärke wie der Carbonroller sein, nur dass der mehr fährt. Deswegen, warum eigentlich nicht? Den nehme ich mit. Den Rio, den nimmst du mit. Oh nein! Und den überdimensionierten Haartrockner. Ich habe uns niemand gefärbt. Das mache ich jetzt mal ganz schnell so. Boah, ich höre die ganze Zeit hier so ein Rumsen immer, weil mein Bruder, der, also einer meiner Brüder ist wieder hier. Also der ausgezogen ist und die spielen immer Dart, wenn der hier ist. Ja. Der hat ja so ein richtiges Dart. Ja. Thaddeus ist wieder da. Ja, ich bin wieder da. Ja, das höre ich öfters. Ja, das höre ich öfters. Bitte voll. Er hat letztens so ein Video da mit der Will Ferrell, so ein Schauspieler, der hat so eine Show und der guckt dann so ins Publikum und der so, ja, ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten, also sie sehen aus wie wie Ryan Reynolds. Und der so, oh, ja, das höre ich öfters. Und der so, ja, aber sie sehen wirklich so aus. Und der so, ja, das kann sein, weil ich bin Ryan Reynolds. Ach so! Das war wohl inszeniert, aber es war einfach so. Das war so lustig. Ach, Mann. Dreht dieser Dreckskrebs sich genau in dem Moment um. Das ist ja kolossale okay, Geiz. Ich glaube nicht. Der eine, da stehen gerade zwei in unserer Base. Ich mag das ja auch total, wenn ich zu den Gegnern in die Base gehe, dort alles einfärbe, mir so denke, ja okay, es ist keiner von den Mates da, dann wird ja alles gut sein. Und dann sehe ich dann das Ergebnis und dann ist einfach die komplette Hälfte, aber unsere Hälfte, eingefärbt. Ja, der Sniper von uns, der hat es jetzt nicht unbedingt gebracht. Ja. 0,2. Nein. Weil der eine jetzt am Ende nochmal durchgelaufen ist. Schön. Tschüss. Und
eigentlich hier nochmal was mit der Bildqualität machen, aber irgendwie... Ne. 4 zu 1 und 1010 Punkte mit dieser Dreckswaffe. Dieser Dreckswaffe. Nein, ich habe kein Bild, komm! Ey! Oh, Arenen und Kampfarten wurden geändert. Ah. Wobei ich eigentlich gerade sagen wollte, die Map spiele ich gerne, aber gut. Ne. Was haben wir denn als nächstes? Bestimmt gar nichts. Flunder Fun Park, oder? So. Nee, Mahi Mahi Resort und Aalstahl Metallwerk. Okay, eine gute, eine schlechte. Aalstahl? Aalstahl. Ah. Ah. Also jetzt habe ich 25 Siege und 22 verloren. Also und gestern war halt, ja, war halt eigentlich sehr schön durchgemischt, aber mehr habe gewonnen. Naja, egal. Ja, aber dann wechsle ich doch auch mal die Waffe hier. Was soll denn der Geiz? Was nehme ich denn? Ich hole noch komm. Was zu trinken. Oh. Durstiger Senryu. Der Bass hat kein Geld. Ja. Ja. So. Ah. Irgendwie lobt das immer noch nicht so richtig, ne? Mit der Bildqualität. So. Aha. Hast du Appetit? Ja. Ja, wobei, ich wollte jetzt erst noch singen, ohne Disconnect geht's nicht, aber na, ich sag jetzt mal noch nichts, ne? Noch nichts. Wollen's ja nicht, ne? Provozieren. Also ich hatte, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal, wo du gespielt hast, viele Disconnects oder so hattest, aber ich kann eigentlich nichts sagen aktuell. Also grundsätzlich, wenn ich mal dann alleine gespielt hatte, habe ich immer, also das ist wirklich sehr oft dann der Fall gewesen, wenn ich dann mir so dachte, okay, spiele ich mal bei neuem Salmon Run einfach ein paar Runden bis zum ersten Malmsalm und dann gucke ich mal, ob ich noch Bock habe, weil, ne, einfach um die Items da zu farmen, diese Fragmente, Geld, alles. Sobald ein Map-Rotation ist, ja, das geht dann immer so eine halbe Stunde und dann mal kommt der mal und sein Mal nicht. Denk mir dann so, okay, vielleicht soll es ja jetzt heute nicht sein, auch wenn die Anzeige voll ist und man eigentlich immer viele Punkte macht und die Teammates einfach nur doof sind, mache ich doch einfach einen Revierkampf. Ja. Disconnect. Und dann denke ich mir, okay, dann lass ich's. Ja, okay. Ja. Das ist so oft der Fall und ja. Deswegen, ich hab dich auch nach wie vor nicht im Level eingeholt. Das wird auch, glaube ich, niemals passieren. Das ist so lustig irgendwie. Ja, dafür werde ich dich beim Salmon Run nicht einholen. Aus anderen Gründen. Irgendwie habe ich jetzt gestern geschafft, dass das Bild ein bisschen besser aussieht hier bei dem Spiel. Aber irgendwie heute ist es... ist wieder nicht schön. Ach! Hey, cool, wieder mitten in der Base gekämpft werden. Ja, Tier, ich verstehe mir den Blick. Toll. Ganz vorne wird heute noch was, so komm ich mal rauskommen aus der Base. Ich hab grad zwei irgendwie so ein bisschen nach hinten geschubst. Danke. Jo, hab an. Hab ich einfach mit dem Hardrock gekillt. Oder hab auch einen. Knappes Ding immer. Ach, das ist ja der Wandschwapper. Ja. Von die ganze Zeit. Nein, aber das war neben mir in dem Moment. Ach so. Den hab ich gar nicht gesehen und der hat mich gekillt. Wusstest du, der Wandschwapper hat eine richtig coole Sekunde. Die ist immer noch nicht rausgepatcht. Ich habe schon eine Erinnerung geschrieben an die Person. Seid ihr eigentlich bescheuert, dass ihr dem überhaupt eine Sekundärwaffe gibt? Das habe ich aber auch, glaube ich, noch nie. Ja, gut, okay, ich kenne jetzt auch keinen anderen, der noch Splatoon zockt. Hä? Ach ja, genau. Richtig. Genau. Was ist denn passiert? Das läuft hier gar nicht
ja, live ab. Also ich habe so das Gefühl, immer dann, wenn ich um die Ecke gehe, kriege ich nochmal Schaden. Ich weiß nicht, ob, ja. Ob man da ja schon wieder liegt oder ob ich es mir nur einbilde. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt hier... Keine Granate, wie bin ich tot? Ich sehe dich irgendwie nie. Und wenn, dann schreist du oder so. Ja. Unglaublich einfach, ey. Ja, genau. Und in dem Moment spawnt da einfach gerade jemand. Ja, und der hat sich schön durch die Decke geglitscht, also. Cool. Ich habe, glaube ich, 3 Kills und über 1000 Punkte. Ach ja. Was haben die denn alle mit dem Tanz? Ist der neu? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin übrigens gesehen, wenn man jetzt schon das DLC sich runterlädt, kriegt man einen Bonus, und zwar du kriegst wohl Fragmente und Geld und Essenscoupons. Nur das kommt halt erst ab, ja, 31. Mai stand da jetzt, also warum soll ich mir das jetzt schon holen? Ja. Der ist einfach 10-mal gestorben. Oh, wir haben aber wenigstens, die Leute sind raus. Ich muss mal hier. Ich muss mal. So, in diesem Haus neben mir. Und hinterher. Den wollte ich mir übrigens auch als Emote reinpacken. Wen? Den Herbert. Den Herbert? Was? Ja, mit den Gewaltverbrechen an der Tür. Den Herbert. Achso. Ich habe sogar überlegt, ob ich den irgendwie rausschneide und dann so als, dass der sich bewegt. Du kannst ja auch Emotes machen, die sich bewegen. Die und dann über dieses A. Ah. Ja. Also leider sagt das ja nicht, aber das A haben wir ja schon. Weil ich habe gestern überlegt, Leute, die Bits spenden, die können auch kleine Symbole an ihren Namen kriegen. Das habe ich zum Beispiel gestern eingestellt, weil Melika hat ein paar Bits gespendet. Die hat jetzt so ein Lego-Steinchen, so wie bei den Lego-Videospielen, daneben Namen. Und die können auch spezielle Emotes bekommen. Und ich will irgendwelche Emotes haben, die irgendwas mit Geld oder so zu tun haben. Oder irgendwie wertvoll aussehen oder so. Ja, Ruby, davon haben wir eine Menge. Stimmt, Wachu wäre ja geil. Für der Neue. Eure Jedi-Tricks funktionieren bei mir nicht. Nur Geld. Vor allem erst kommt dann, ah, not the beard. Ah, not the beard. Und dann, gut, in der Neue. Oh, der wäre gut. Aber, ach, bei diesen, ist das ein 20er? Entweder lasse ich den oder ich mache wirklich den Watto da rein. Ja, und wenn ich Bits bekomme, dann kommt dieses, das Ohn-Gesicht aus Shiros Reise ins Zauberland. Ah. Ah. Macht er ja immer. Oh, ich hab einen. Ich hab noch einen. Juhu. Ey, ach ja, Torpedo, wegen... Der überfordert die Gegner voll. Mich überfordert der aber auch immer. Weil dann denke ich so, ja okay, dann lass den einschlagen, dann explodiert der ja nochmal. Und ich jedes Mal so, was? 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 Das? Hey, wartet! Hier entlang, kommen. Ach, wir haben einfach 2 Schwapper bei uns im Team. Ah, ich hab noch einen. Juhu. Ich hab jetzt erst auf den Torpedo geschossen, anstatt auf mich. Sind die doof? Ah! Shit, noch ein Treffer. Komm! Ah!
Ist er doch nur über die Ulti drüber gesprungen, der Asi. Hey, die Wolke, was soll das hier? Hilfe, Hilfe, was soll das? Wir haben heute geschlossen. Ich sterb hier die ganze Zeit, was soll das? Hab einen. Ich gewinne, ich gewinne. Ah, Ruby. Im Maul, prima! So, hab zwei. Von den dritten. Habt ihr Kontrablaster? Hä? Oh! Alter, hat er mich erschreckt. Der hat die Fähigkeit, dass man nicht sieht, dass der... der hat diese Fähigkeit, dass man nicht sieht, wenn der irgendwo hinspawnt. Weil das ist kurz erschienen und dann direkt wieder weg gewesen. Und ich dachte, okay, dann kommt er da nicht. Hab noch einen. Hab noch einen. Bin selber tot. Also der Rot habe ich jetzt 6 Stück. Vorne. Ich hab ein bisschen von dem gegnerischen Spawn eingefärbt, auch mit einer Granate. Sieht man da voll schön wieder so eine Sonne. Hab den Wandpapa nochmal. Nein! Bitte, bitte, bitte! Ist das Slenderman oder Splatoon? Sollte aber eigentlich ein Win sein. Bitte. Ich habe mir so Mühe gegeben. Ey, die haben meine Sonne kaputt gemacht. Nein! Vorsicht da im Spawn. Leider 20%. Ich kann diese Musik nicht mehr ernst nehmen. Yo, ich habe 7 Kills. Aber keine 1000 Punkte. Ah! Eine Artikart, juhu! Super Zartbitter-Fan. Ich bin schon ultimativ. Metal. Oh, ich habe 4-mal die Ulti benutzt. Die Johannes und Mickey Mouse haben wir bei uns im Team. Okay. Ich habe heute wieder einen Filmpodcast gehört, den höre ich eigentlich jede Woche so. Da kommt jeden Freitag eine neue Folge und die haben halt den neuen Magic Mike Film. Die hat gesehen und kurz gesagt, ja, der kommt halt die Woche und haben kurz gesagt, wie der ist. Und dann hat der eine so gesagt, ja, müsst rumwabbeln. Und da hat der eine gesagt, so, stell dir mal vor, davon gibt es mal eine deutsche Version und der würde einfach der magische Michael heißen. Bäh. Ich konnte nicht mehr. Und dann so, ja, wen könnt ihr euch denn als deutschen Schauspieler vorstellen? Der eine so, ja, bei uns gibt es immer den Insider Mario Barth. Und sie alle so, was? Nein. Der magische Michael. Der magische Michael, jawohl. Wäre, als wenn man besoffen wäre. Ja. Der so, holt die Fünfer raus, jetzt kommt der große magische Michael. Oh. Wieso sind denn heute hier keine Zuschauer? Da spinnt die Zahl wieder. Ah, das wollte ich eigentlich auch noch gefragt haben. Was war denn mit gestern? War denn da keiner da? Weil du gesagt hattest, Profi-Modus. Da kann man ja nicht zusammen, oder wie war das? Ach so, gespielt hat keiner, nee. Luigi, der hat sich geweigert, Zartbitter zu wählen. Der hat sich geweigert. Ja, der hat sich wirklich geweigert. Der hat weiße Schokolade genommen. Das wollten tatsächlich die meisten auch haben. Ich weiß es nicht. Also ich esse gerne weiße Schokolade, aber weiße Schokolade ist keine richtige Schokolade. Da ist kein Kakao, Kakaopulver drin. Oder kein, ja, das ist ja nur dieser Fett. Das ist ja nur Fett. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja nur Fett-Schokolade. Boah, heute gehen mir die Leute so mit... Alter. Ach. Ja, und sonst, also es waren einige Leute da, aber es war halt niemand da. Also die meisten, die waren auch echt ruhig. Also gestern war wirklich so ein Schlaftag. Okay. Hier zu spawnen ist halt echt dämlich gewesen, dummer Mate. Ey, ich stand mitten im Geschehen und er hat überlebt, aber ich nicht. Weil, ja, ich halt irgendwas getan hab, irgendwie, um ihn zu schützen. Warum hab ich sowas gemacht, ey? Selber schuld.
Läuft auch irgendwie nichts. Also im Profimodus haben echt nur, also die Leute, die da gespielt haben, das war alles vernünftig. Aber heute hier? Ja, das läuft nicht. Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit oder so. Also ich habe gestern bis 23 Uhr, glaube ich, gespielt. Echt? So wenig Uhr? Ja, ich... Es war halt keiner... Es sind halt zu der Zeit alle schlafen gegangen und ich wollte noch... Ja, okay, bis 23:30 habe ich gespielt, aber ich wollte halt... Ja. Aber ich wollte halt auch noch kurz was anderes machen. Also ich wollte hier kurz das mit diesen Emotes gucken, was man da machen kann. Oder mit den Kanalabzeichen, besser gesagt. Und... Jetzt falle ich selber ins Wasser. Jetzt du mal, Bro! Endlich! Da habe ich so gefragt, was macht ihr gerade so, Luigi, so... Nichts Besonderes. Flitzen, aufschlitzen. So gedacht, ah, und jetzt ist der Rio nicht da. Ich sterbe die ganze Zeit. Ich habe, glaube ich, einen neuen Rekord. Ich sterbe auch nur. Läuft einfach mal so gar nicht. Seit Dreckswaffe habt ihr einfach immer wieder dreimal getroffen und dann rennen sie noch durch meine Tinte weiter, weil das ist einfach nicht live, was man hier spielt. Stattdessen werde ich bis hinter die Wand getroffen. Ja, warum nicht? Wow. Ja, ich bin neunmal gestorben. 7, ey. Lächerlich. Ich wechsle die Waffe. Ich gehe wieder zum Disperser rüber. Ja, ich schau mal, weil irgendwie die Waffen liegen mir alle gerade nicht, welche ich denn spielen könnte. Boah, haut mal ab, warum sind hier die... Ach. Ja, gleich einmal rausgehen nach der nächsten Runde, würde ich sagen. Ja, nur warum mischt sich das denn nicht durch? Oh, der Senrio und der Bass, die hatten so viel Spaß mit diesen zwei Halunken. Das machen wir gleich nochmal. So, ich halte mal die Zuschauerzahlen aus. So. Jetzt sehe ich diese läppische 1 nicht mehr. Ja, aber wo du sagtest, alle am Schlafen, beziehungsweise andere Teams gewählt, ich meine, trotzdem nichts los? Also nicht zusammenzocken, es war so, es war einfach ruhig, ja. Aber es waren Leute da. Ja, 6 Leute waren halt so durchschnittlich da. 4 bis 6. Ja, das ist in letzter Zeit öfters, also besonders so an bestimmten Tagen, da wollen dann die Leute ihre Ruhe so im Stream haben und dann, ja. Aber ich hatte jetzt auch gestern keinen schlechten Tag, also ich muss jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen so, also ich konnte gut mich selbst unterhalten, sag ich mal. Ist halt nur manchmal blöd, wenn ich dann auch nicht so weiß, was ich erzählen soll und die und dann halt auch keine... Ja, ich habe mal jemanden auf dem Hai gekillt, zum ersten Mal! Boah. Das letzte Gegner. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, ey. Ja, und Freitag war bei mir auch richtig krank. Ich habe schon so überlegt, ob ich hier den Typen, der hier um die Ecke wohnt, so später mal anschreibe, ob der einfach Zeit hat. Einfach so ein Rundchen dreht. Ja, und dann hat er mich mitten, während ich, was habe ich denn gezockt? Lego Batman, genau. Habe ich gespielt und dann hat er mich da angerufen. Der so, ja, ich habe nichts zu tun, sollen wir was machen? Ich so, ich wollte dich sowieso vorhin gleich anrufen. Der so, ja, gleich. Also jetzt noch nicht. Ich so, ja, halbe Stunde. Ja, und dann habe ich ausgemacht, mich mit dem getroffen und dann hieß das plötzlich so, er war da total müde. Und dann meinte ich so, ja, ich glaube, ich rufe den Taco-Mann mal an. Einfach so, was der macht. Und dann meinte er so, ja, dann rufen wir dir zusammen an. Und dann sagt der Taco-Mann so, ja, ich hole dich jetzt ab, wir machen was. Okay. Und ich so, du warst doch müde, du willst da nichts machen. Und ja, und dann waren wir noch kurz beim Taco-Mann, aber... Oh, das ist anstrengend. War nur sitzen und aufschlitzen.
Ja, und dann war ich den ganzen Tag gestern müde. Weil ich auch erst um 7 Uhr da zu Hause war. Wir sind von da aus gelaufen. Da haben wir sogar erst überlegt, ob wir bei euch mal anklingeln, weil wir bei euch vorbeigelaufen sind. Um 6 Uhr morgens. Endlich habe ich ihn mal gekillt. Um 6 Uhr morgens, jawohl. Ich wollte gerade schon sagen, warum stirbt der nicht, aber ja. Also immer wenn ich einen Gegner sehe, bin ich instant tot. Oh, ich habe 2 mit dem Hammer. 3 mit dem Hammerwurf. Also den 3. mit dem Hammerwurf. Oh, der ist der 4. Den habe ich auch. Nö. Nice. Und die anderen sind wieder gespawnt. Hab einen. Ja, wir haben's. Na, sagt aber nicht. Also wenn wir jetzt nicht haben, ne? Also das war ein schöner Move von mir. Uff, meinst du? Mhm. Uff. Jo. Jeden Tag um 9:30 gehe ich und esse Mettwurst. So, einmal raus. Jo. Und jetzt haben die bestimmt mehr Punkte als wir. Ich habe 6 Kills. Mehr Punkte als ich bestimmt, aber... Ja, mit Kills weiß ich nicht. Weil ich habe 5. Ja. Natürlich, 3. und 4. sind diese Lappen. Wie eigentlich die ganze Zeit, ey. Meine Fresse. Ja, ich hole mir noch kurz eine Muschel ab. Also so eine Kapsel. Hm? Schon ja, wieder ein Namentag. Tofu-Block. Ozeanischer Tofu-Block. Ach ja, hast du schon gesehen, was jetzt mein aktueller Spruch ist? Nee, hatte ich jetzt nicht geguckt. So, ist gut. Ich krieg die ganze Zeit neue Namenstags. Will man lieber irgendwas... Oh, 4900 Münzchen? Ja, die nehme ich ja gerne mit. Wäre halt echt schön, wenn man mal Teammates hätte, die ja einfach mal 1000 Mal besser sind als wir, aber das wird halt niemals passieren.